Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserer unglaublich legendären und tiefsinnigen Sendung, Mannensendung, Männertalk, Hirsch mit Pfeffer. Ich nehme jetzt einmal das Podium, das ich habe, ernst. Weil in der letzten Sendung habe ich gemerkt, ich bin überhaupt nicht ins Wort gekommen. Ich habe überhaupt nicht verschwätzen. Also jetzt gibt es einen Monolog, 5 Minuten von mir. Schön sind ihr da. Der Marc muss auch da sein. Ich darf nichts sagen. Ich bin der Marc und sage nichts. Nein. Ihr könnt euch freuen auf eine nächste Sendung mit unserer Hirschkuh. Gasthirschkummel zu sagen, Sarah, schön hast du den Weg wieder hergefunden. Hast du den Mut nochmal gehabt? Es war so kuschelig das letzte Mal. Ehrlich. Kommt das heute mal noch, das Mannenfeeling von euch? Heute redet vor allem der Peter. Ja, das stimmt. Der Peter sieht ja schlecht und darum hat er eine Lesebrille. du zum Glück. Aber es kommt aber. Aber es würde ja, Kontaktlinsen. Das Problem ist, ich habe eben Kontaktlinsen. Ich sehe nicht. Oh Gott! Hey, aber das sieht so wie der billige Pornofilm. Gell? Aber wirklich, Ich habe so eine daheim, auf Trappenmesser. Aber es ist doch ein Messi, weil Lehrerinnen suggerieren. Genau. Sekretärin. Liebes tolle Sekretärinnen, warten auf ihren Chef. Hören jetzt auf, wirst zwei wirklich Mannen, Hirschmannen da. Ich nehme es. Aber mir ist gerade ein Spiel in Sinn gekommen. Pornofilmtitel. Die sind doch legendär. Sag mir einen Pornofilmtitel. Allein, der typisch so könnte. Nachts. Sehr gut. Dann nehmen wir. Also gut. Pornofilmtitel? Jeder muss einen Pornofilmtitel in den Peter und Heidi after up. Und bei dir? Ich schaue so etwas näher. Und bei dir? Keine Ahnung. Ja. Was habe ich mal gehört? Die Hard. Oder, weißt du, so Hollywood-Podcast. Ja, genau. Also, der Filmtitel. Ja. Also, sag jetzt mal. Nein, man kommt wirklich gar nicht in den Sinn. Weiss auch nicht, der Rosettenkaspar in der. so in der Manege. Sorry. Du meinst auch hier noch Kinder von Zufall. Aber ich denke, kein Zufall, weil es die Eltern vergessen haben und sie machen da. Kinder dürfen nicht schauen. Fußball-WM ist ja, und wir sind eine Mannensendung, wir reden über Fußball. Ist das wirklich so? Ich muss es glauben. Aber auch bei WM. Nein, schau ich die Schweizer Match, aber ich kann nicht alle die Match schauen, sorry. Nein, das kann ja niemand. Aber das sagt ja niemand, gibt es ja niemand für dir. Ein Fieber, ja, das kommt darauf an, wie gut die Schweizer immer so spielt. Oder? Aber was schaust du zum Beispiel Meisterschaft und so schaust du nie? Nein, schaust du Meisterschaft? Außer in IB ist Meister geworden. Ja, IB! Nach ihren 77 gefühlten 32 Jahren, kurz nach dem Aussterben von deinen Säulen, haben sie das letzte Mal den Meister also, weißt, ich und jetzt Fußball. Wieder einmal. Vielleicht ist das Zeichen, dass die Welt untergeht. Die Menschheit wird wahrscheinlich untergehen. Ich komme fast nicht zu Wort, das mache ich eigentlich. Also ich sage jetzt so, wie das ist. Frauen schauen Fußball. Also die meisten, aus einem Grund. Und zwar nur dann, wenn sie in der Mannschaft einen schönen Typ dabei haben. Aber es ist erfüllt! Es ist einfach so, zu Zeiten von Beckham habe ich jeden Match gewählt. Und es ist dir auch scheisse, ob es eine schöne Flanke schlägt oder nicht. Er sieht einfach gut aus. Und was hältst du von diesen tätowierten Unterarmen? Bühne Huber hat sich total aufgeregt. Bühne Huber hat sich mal total Medien wirklich umgekehrt. Vergleich war Eishockey, Fußball und die genau, die Pussis. Genau. Mit deinen Tätowieren. Das findest du geil, tätowiert. Yeah. Bist du tätowiert? Ich bin tätowiert. Und fest? Nein, das wäre ich überall. Versteck. Nein, komm jetzt. Nein, Fuß habe ich und hier bei der Leiste. Aber hast du so Tattoos nach Symbolkraft oder einfach irgendwie? Ja. Du jetzt gerade Lust auf ein Tattoo, nein, ein Delfin wäre noch schön. Das würde ich eigentlich nicht machen. Das finde ich da wirklich doof. Das hätte ja schon Bedeutung. Aber es ist auch nicht so, dass ein Mann muss tätowiert sein, dass ich ihn geil finde. Aber ich finde es schon noch heiß. Also, so Robbie Williams ist ja sehr tätowiert. Ja, aber den finde ich so scheiße. Ja, ehrlich. Das ist noch schwierig. Ich bin ein Schwierig, darum bin ich Single. Das Thema haben wir ja schon gefragt. Lass uns mal schnell. Du kommst nicht raus in Sachen Fußball. Ich habe einen kleinen Testparat gemacht. Du musst uns erklären, Offside-Regeln, der Klassiker, den man immer wieder Frauen stellt. Und dann amüsiert sich die Männer natürlich, wenn es Frauen nicht kann sagen. Ich habe keinen Plan. Aber ich glaube, es ist irgendetwas, dass wenn der Spieler zuhinterst ist vor dem Goalie und der einen Pass bekommt von ihm
Und er ist alleine dort und der Gegenspieler. Ja, das ist richtig. Das ist nicht so schlecht. Es ist super. Es ist super. Es ist Obstsack für Blondine. Was haben wir da noch? Indirekter Freistoß. Ein indirekter Freistoß gibt es gar nicht mehr. Den gibt es gar nicht mehr. Ehrlich, gibt es nicht mehr? Ich weiß nicht. Fußball ist so ein Scheiß. Ich hätte jetzt gesagt, es ist einer, wenn er. Du machst einen Freistoß. Sicher gibt es indirekte Freistoß. Hey. Und dann geht der so bumm an den Kopf vom Alten und dann zu diesem. Und dann ist es ein indirekter. Und sonst ist es ein direkter, wenn es zu dem kommt. Ja. Also, wenn du zum Beispiel da einmal wieder Backhand machst. Also, wenn du mit Backhand, wo oben früher die Zeug genau. Schöne direkt und ins Goal und so. Das ist ein direkter. Genau. Aber indirekt ist ja, wenn du zum Beispiel Mitte vom Spielfeld kannst du nicht direkt aufs Goal schießen. Du musst jemandem schießen, ist indirekt. Das ist ein indirekter. Sag nicht mit dem zu. Sag damit mit der Bestrafung zu etwas indirekter, indirekter. Freistoß gehabt übrigens. Also, machen wir, was sind ihr für Mann? Wir haben ja selbst gar nicht im Fußball. Der Gianni Infantino wird der nächste Gast sein bei uns. Oh ja, vielen Dank. Gianni Infantino. Wir haben das Couvert parat gemacht. Mhm. Das geschlossene Kettel. Was? Bicicletta? Was? Bicicletta? Das hat man Fußball nicht. Das hat man gar nicht. Bicicletta habe ich nie gehört. Das ist ein Fall. Ich bin da nicht falsch. Ich bin falsch. Das ist ein Fallrückzieher, meinte ich. Das ist, glaube ich, ein Fallrückzieher. Dann sagt doch einfach ein Fallrückzieher. Ein Fallrückzieher, ja. Was ist ein Schwalbe? Ein Schwalbe ist, wenn du so tust, als würdest du fallen. Hey! Das kann ich sehr gut das übrigens. Ja. Bist du traurig, dass die Italiener nicht dabei sind? Die haben aber noch schöne Männer. Ja, da bin ich wirklich sehr traurig. Ich habe jetzt stattdessen die ganze Staffel 6 in der City daheim auf DVD parat. Ja, das ist so. DVD, nicht Netflix. Das schaust du immer noch? Sex in the City finde ich schon noch geil. Oh, du viel, das finde ich jeden Mal so, Sex in the City. Ist das eine Weiterbildung? Es ist absolut. Was hört man da wieder so erfahren? Du erfährst das Wesen von der Frau. Also das lassen wir jetzt einfach so schauen. Shop, Till you drop. Die sind nicht am Shoppen. Nein, so ein aber du hast es gewesen. Nein, okay. Ich weiss, jede sagt natürlich, nein, Schatz, es ist nicht wichtig. Aber es ist sehr aber was ist denn, wenn das aber vielleicht mal... Aber zu gross ist eben nicht. Aber was ist denn gute Grösse, wenn das vielleicht mal in die Kamera kann zeigen kann? Nein, das kann ich natürlich nicht zeigen. Nein, das kann ich nicht zeigen. Zeigen mir doch mal, dann kann ich es zeigen. Wir sagen ja immer, das sei die Spannweite. Nein, das kommt doch auf die Frau drauf an. Ja, aber du bist ja unser Gott. Ja, aber ich kann das nicht sagen. Weißt du, verliere ich meine männlichen Zuschauer. Okay. Fühlt sich einer so bedürftig. Ab so bis etwa so ist okay. Ja, genau. Absolut. Aber es ist okay, das wird man sehen, dass das wichtig ist bei Sex in der City. Genau. Okay. Aber also schaut, liebe Mann. Er muss lang und dick sein. Ja, zu lang ist ja auch nicht so geil. Ja, aber siehst du, also, weißt, wenn er die ganze Zeit an meiner Gebärmutter rumgepuppt hat. Am Halszäpfchen. Nein, ist auch nicht geil. Oder Baby, genau. Penis im Hals. Entschuldigung. Okay, schön haben wir darüber gesprochen. Nein, ist interessant. Nein, spannend. Also, meine, es ist wichtig, dass wir wirklich da, wir sind ja eine Mannesendung, dass wir... Unbedingt. Ihr Mann wisst jetzt genau. Also gut. Also gut. Und was uns auch ziemlich fest beschäftigt, ist so ein bisschen Männer und Benehmen. Wir sind völlig verunsichert. Wir sind genau von dieser Generation Männer, die, weißt, unsere Väter, die sind einfach, hey, ich habe die Zeitung gelesen, dann hast du mal gut gewesen. Weißt du, ich meine? Ja. Dann hast du die Frau noch mit dem Bierli und mit dem Taburettli für die Füße. Wir sind andere Generation, wir machen ja alles. Und das wir, ist machen aber gut. Wir machen es gerne. Warum lädst du eigentlich mir? Ich glaube jetzt auch nicht, dass er so ist im Fall. Er wirkt eher so immer noch paschalmässig. Aber ich habe natürlich eine Partnerin, die selber auch Karriere macht. Ja, da kannst du natürlich nicht sagen, du. Also bist du jemand, du bist einer der wenigen Männer, die zu Schlag kommt mit starken Frauen. Ja, ich will immer eine starke Frau. Immer. Das ist ein sehr seltenes Exemplar. Nicht ein Selbstverlierer, aber ein Schaf. Nein, aber lass uns mal schnell. Jetzt gehe ich damit. Jetzt muss ich nicht. Nein, wir wollen seine Sicht hören. Aber es ist schon eine Frage in Sachen Benehmen, die dich schon lange umtreibt, ob man das macht oder nicht. Jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt haben wir eine Frau da. Jetzt können wir wirklich machen noch Notizen. Ich helfe euch. Ich habe nie Probleme mit dem. Aber ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch die Tür aufhebt oder nicht. Doch. Oh, ist es immer noch gefragt, ob ihr eine junge Frau wie du? Ja, ich würde das nicht am Anfang machen, beim Kennenlernen. Mhm. Sondern wenn sie dann mal erobert hast,
dann ist es wichtig. Okay, dann ist es wichtig. Beim Kennenlernen musst du ein bisschen zeugen und so. Genau, oder, genau. Oder wenn eine schöne Frau die ganze Zeit sagt, du bist so schön. Ehrlich? Das wollte sie natürlich nicht hören, das gehört sie ja schon von allen. Aber wenn du mal das geklappt hat und die grosse Liebe da ist, dann musst du ständig sagen, du bist einfach schon die Größe, du bist schon die Beste, bla 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 bla. Stimmt es, dass die Frauen... Mark, hast du gehört? Ja. Gut zuhören. Hast du das verinnerlicht? Er ist noch nie in einem Gespräch gewesen. Wenn wir über die katholische Kirche geschwätzt haben und Buben und Zeugen und Sachen. Wir machen keine Politik, wir machen keine Religion. Ja, aber wir reden Penis. Ja, das dürfen wir. Ihr seid Mann, ihr redet den ganzen Tag nur über Penis. Warte jetzt, Marc. Ich habe noch eine Frage. Marc, deine Anschlüsse. Ja, jetzt hast du schon vergessen. Bitte. Nein, aber stimmt's, dass die Frauen, eine Aussage, die ich dir gerne kommentieren möchte, die Frauen lieben die Verlierer, aber ins Bett gehen sie mit den Gewinnern. Nein. Stimmt nicht? Nein. Oder darfst du es einfach nicht sagen? Nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, es gibt Frauentypen, die stehen einfach auf das, genauso wie Männer auf gewisse Frauen stehen und umgekehrt. Das ist individuell. Aber wir sagen ja, bei uns grassiert, dass du schon ein bisschen Arschloch sein musst. Ja, natürlich. Also eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du immer nur an einer Frau sagst, du bist die Größte, also in der Datingphase ist es schlecht. Eben, in der Datingphase? In der Datingphase. Ich verstehe das. Und Männer müssen ein bisschen Arschloch sein, aber gleich auch den Knicken im Griff haben. Genau. Zahlt der Mann beim ersten Date ja oder nein? Es kommt auch darauf an, wenn er sie eingeladen hat aufs Date, ja. Okay. Wenn sie einfach zusammengefunden haben, kommt, wir machen mal ab, oder? Wie das heute ja auf dem Parship und all dem Scheiß da irgendwie offenbar lässig ist, dass man zusammen das vereinbart, dann muss nicht, oder? Aber wenn jetzt mir ein Typ, wir haben zum Beispiel auch mal einen Typ gesagt, hey, ich würde dich so gerne mal zum Nacht einladen. Irgendwann habe ich gefunden, okay. Und dann hat er welche getrennte Rechnung gemacht. Du hast mich aber eingeladen! Nein, Und du bist bekannt, dann kannst du natürlich nicht. Ja, aber ich sehe es bei meinen Kolleginnen und so. Und also, ich glaube wirklich aus tiefstem Herzen nicht an Online-Dating. Aber schon nie gemacht, nicht. Ausprobieren, nie. Ich glaube nicht daran. Ich habe von so vielen gehört, dass es funktioniert. Ich habe von so vielen gehört, dass es nicht funktioniert. Ich will das aber nicht. Aber das ist im normalen Leben ja so. Eben, das du hast so viel gehört, ja, aber ich muss nicht. Es gibt massenhaft Leute, die das machen und darauf schwören. Aber ich meine, Warum findet ihr Mann an dem geil? Ich glaube, Mann finden cool. Du musst ja mit wischen. Ich weiss nicht, rechts ist Match und links ist weg. Ich weiss du nicht. Keine Ahnung. Und es hat halt so etwas von, die fick ich, die fick genau. Und es ist euer Ego-Push. Wenn einer dann auch... Ja, wir, ey, darf ich uns vielleicht ausklammern? Ja, aber ihr sind Männer. Ja, aber Männer machen alles für Sex, oder? Sex, oder? Und oh, Ego, warum? Ego. Jetzt sage ich euch, wollt ihr noch etwas wirklich wissenschaftlich... Oh, yes. Er muss. Beim Mann ist Testosteron... Darf ich gleich... Das interessiert mich mega. Beim Mann ist Testosteron etwas extrem Wichtiges. Mhm. Und Untersuchungen zeigen, dass ein Mann Testosteronschub bei Selbstbefriedigung nicht so gross ist wie bei echtem Sex. Also der Körper checkt das. Leute, darum brauchen wir richtigen Sex. Darum kannst du nicht sagen, dass sie gesunde Hände. Nein, wir brauchen wegen dem Testosteron. Ja, Logo. Er hat eine Studie müssen für das lesen. Hey, sicher. Gell, das weiss ich eigentlich so schon. Ich bin eine Frau. Mein Orgasmus ist Orgasmus. Nein. Aber nein, der Körper ist so schlau. Vielleicht meine nicht.
Ja. Vielleicht sagt er, okay. Völlig okay. Ist gut, noch voll mit mir. Nein, aber Online-Daten ist doch nur... Ich meine, der Mann der hat dann einfach 20 Frauen, die er schreibt und so. Oder? Das findet er einfach geil. Oder? Und die Frau hofft, oh, ich bin die Einzige für ihn, er schreibt nur mit mir. Und das ist einfach ein Verarschung. Aber die Online-Dating-Geschichte, ja, musst du dir vorstellen, es sind 80% ja, in der Regel Männer und 20% ja, Frauen. Oder? Wenn du in die Dinge gehst, bist du schon mal der Loser. Nein, bei Tinder ist wirklich wahrscheinlich ausgleichend. Ich kenne so viele Frauen, ja, aber, die Tinder machen. Ja, aber die Männer, die sind dort drauf, viele Männer sind dort drauf, so im Stil von ich verarsche dich ein bisschen und die verarsche ich ein bisschen. Das ist so viel nicht ernst. Und sie brechen die ganz vielen Frauen ins Herz. Ja, oh, yes. Das ist doch für Frauen nicht so schnell. Du glaubst nicht an die Treue des Mannes. Doch, auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht nicht auf Tinder. Gesagt, nee. Ja, nicht in Treue. Also, wenn Tinder und Treue zusammen in eins... Du, wenn du Tinder und Treue in einem Satz aber zusammen... Aber du hast nicht, das ist ja nicht. Bist du eigentlich ein bisschen naiv? Ich glaube ja, wahrscheinlich. Ich bin ein Romantiker. Ich schaue Pornofilme ja, bis zum Schluss, weil ich das Gefühl habe, ich höre. Ja. Oh je! Jetzt hast du ein Herz erobert. Nein, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich mal gehört bei Harald Schmidt. Echt jetzt? Ja, muss ich also Quellen angehen. Ja, ich finde Harald Schmidt sein grosses Vorbild. Aber das ja, der ist aber auch cool. Ich finde Harald Schmidt gut, ich finde Caroline Kebekus gut. Ja. Ist fast gesagt, so lustig wie du. Und ich finde sehr gut Katrin Bauerfeind. Also, die ist auch sehr gut. Du, wollen wir ein paar Rubriken noch machen? Ja, wir haben doch noch eine Rubrik. Und zwar wäre die erste Rubrik, die wir machen, Hirschloch von der Woche. So, also, wir machen weiter und zwar mit unserer Hirschloch-Rubrik. Und das überlegen wir natürlich immer gnädigerweise unserem Gast, beziehungsweise der Hirschkuh, Sarah. Was muss ich jetzt sagen? Du musst jetzt sagen, was aktuell nervt mich, dass ich Heuschnupfen habe. Ehrlich? Was ist denn jetzt noch aktuell? Ich habe das seit im Januar. Aber und am Morgen habe ich mir so... Das so geschwollene Lippen, dann sehe ich aus wie Bachelor. Die anderen operieren das und machen den ganzen Kreis. Ich weiß, aber ich will das nicht. Ich finde meine Lippen schön dann so. Doch, dann liegt doch mal in auf alles allergisch. Anscheinend sogar auf doch, dich und auf dich, weil ich bin doch, schon wieder krass. Du liegt doch einfach mal in ein Grasfeld rein und dann hast du richtig um. Ja, genau. Ja. Gut, also, nächste Rubrik. Ist ein bisschen komisch. Nächste Rubrik, Hirschkuh von der Woche. Wir sind ja Mannensendung und Hirschkuh ist immer eine Frau, die wir in der Mannensendung auf ein Tableau auflüpfen wollen, weil sie uns so beeindruckt. Das ist Podest. Wow, Podest. Hey. Also ihr würdet euch jetzt mich, das ist klar. Nur ich ja, tue es ja selber. Wir wollen es jedes Mal, it's haben yours. Wir gesagt, jedes Mal, aber wir können ihnen das Gleiche machen. Ja, jetzt jedes Mal haben wir jetzt Sarah Bachmann genommen. Aber jetzt wäre es schon schön. Warum bist du jetzt unser Gast? Genau. Genau. Eigentlich müssen wir nicht nachher aufhören. Ja. Also ich sage... Heidi Klum! Na komm. Ja, ich habe viel erwartet, aber nicht. Das ist so cool. Aber jetzt was ist an denen cool? Ja, jetzt hat sie so einen 28-Jährigen genommen. Ja, da. Ja, das ist doch der Hammer. Du hast den Mann. Ja, das hat Madonna schon gemacht. Nein, das ist der Hammer. Das haben alle, das haben meine Mutter gemacht. Warum meinst du, dass ich schwul? Ich habe auch gemeint, dass ich schwul. Das ist der Vorbild. Wie hat sich ein Tokyo-Hotel? Aber ich finde das legendär. Und es ist einfach schon ein Schuss. Und er hat es ein wenig gemacht. Der Typ hat es ein wenig gemacht. Früher schon. Also du findest sie... Aber warum ist sie so cool? Ich finde sie einfach geile Businessfrau, oder? Aber sie ist sehr schlau. Hast du das Gefühl, sie ist schlau? Ich glaube, sie ist sehr schlau. Hast du wirklich das Gefühl? Ich glaube, sie ist sehr schlau. Okay. Sie sieht super aus. Okay. Und sie ist einfach cool. Ich finde sie auch cool. Heidi! Heidi! Könnten wir auch mal einladen? Ja, aber sie müssen natürlich etwas zahlen, finde ich. Ich finde auch, ja. So. Sie hat schon einen Schaden. Aber zahlt euch die nicht? Weißt du, würdet ihr die nicht kriegen? Sie sieht schon gut aus. Aber ich finde sie gut, sie hat eine gute Figur. Ich finde sie für das. Aber ich finde sie eine Frau gut finden, muss ich mehr wissen, als einfach nur, sie sieht gut aus. Ja, aber sie macht immer, am Schluss von einer Fotoshooting It's a rap! Hey, findest du das nicht cool? Nein, überhaupt nicht. Das finde ich auch nicht cool. Das Coolste, Heidi Klum war aber der Seal. Oder der Flavio Priatore. Ja, genau. Oder gleich mir ein bisschen hier. Ab hier gleich mit der Flavio. Gut, damit ist das Niveau ganz, ganz tief runterkommt. Ich muss es einfach abbrechen, weil sonst kommt es nicht gut. Sarah, es war wieder so schön. Eigentlich könntest du von uns immer kommen. Ja, ich würde so gerne. Ihr werdet mich so fehlen. Sie hat so keine Zeit. Folgt ihr auf Instagram, auf Facebook bist du auch. Ja, natürlich. Auf Facebook. Gebt ihr einen Auftrag. Sie hat eine Produktionfirma. Moderation.
Kamera. Absolut. Sie moderiert alles. Zara macht es. Social Media Profi. Zara macht es für alle. Also, und jetzt muss ich es Ihnen noch machen. Genau. Also. Ja, tschüss. Können wir ein Männchen haben?